Hallo RCK Racing Freunde, ich begrüße euch beim heutigen Video. Heute soll es um ein kleines Aufbaufazit, aber deutlich mehr als das gehen, bezüglich des Express AT1S gehen. Wer meinen Kanal verfolgt, der hat gesehen, dass ich das Auto live gebaut habe in einem 7,5 Stunden Livestream und ich bin nicht mal ganz fertig geworden, aber wir haben ja auch viel nebenher gequatscht und fachgesimpelt und so. Es war ein sehr, sehr lustiger Livestream. Ich habe zu den verschiedenen Kapiteln bezüglich dem Aufbau auch passende Sprungmarken gesetzt. Also ihr müsst euch nicht den gesamten Livestream anschauen, wenn euch zum Beispiel nur das Differential interessiert. Aber zu Beginn des Videos ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das hier auch wieder kein Sponsoring eines Händlers ist, sondern einer Privatperson. Martin hat mir dieses Chassis mit allen notwendigen Teilen hier bereitgestellt, damit ich es auf dem Kanal zeigen kann und auch so ein bisschen die Rennserie präsentieren kann. Ich hatte das ja im Indoor Racing Senden schon so ein bisschen erwähnt, dass ich diese Karosserie eigentlich ganz cool finde. Und so kamen wir dann auch ins Gespräch und da hat Martin Kirchner heißt er übrigens komplett und er ist im MCC Fellbach ansässig. Übrigens auch schöne Grüße an die anderen Jungs, wie zum Beispiel den Timo, den Tim, den Chris und den Mike. Die waren auch dort im Indoor Racing Senden und wir hatten da alle zusammen richtig viel Spaß, vor allem die Jungs mit diesen M3 Karos. Und da haben wir uns begegnet und haben dann auch später geschrieben und gequatscht und da hat er mich gefragt, ob ich da nicht Lust hätte, einfach so ein Auto zu bauen, dass er es mir ausleiht für den Aufbau, für die Videos und so kam es dazu, dass es hier tatsächlich auf dem Kanal gelandet ist. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt und die SNRC Videos auch gesehen hat, der hat gesehen, dass ich öfters gebeten wurde, auch mal einen Express dagegen zu halten, da das Auto ja genauso gut sei. So ein Vergleich ist für mich immer sehr, sehr schwierig, denn ich kann es ja nur ganz kurzfristig bewerten, welches Auto wirklich besser ist. Und das ist ja dann auch nicht so wirklich objektiv. Ich müsste ja dann fahren auf der Bahn unter gleichen Bedingungen und alle Autos da haben. Das ist halt manchmal etwas schwierig. Und deswegen habe ich eigentlich den Express immer abgelehnt. Aber warum kam es jetzt doch dazu, dass das Auto hier steht? Und zwar habe ich diese M3 Karos gesehen und habe gedacht, okay, das ist ja eigentlich schon eine ziemlich krasse Vermarktung vom Kleinkram, denn Express hat er den kompletten Vertrieb dafür und du kannst das Auto praktisch nur bei ihm kaufen. Und da habe ich gedacht, ist das eine gute Idee? Und dann bin ich drauf gekommen, ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Denn gerade für Einsteiger, Wiedereinsteiger oder auch Leute, die einfach nicht ganz so viel Geld ausgeben möchten für so einen Wettbewerbstourenwagen wie hier oben, da ist immer das Problem, dass sie sich mit besseren messen müssen, weil fast jeder mit einem besseren Chassis fährt, also mit besserem Material unterwegs ist. Da lobe ich mir auch den Tamiya Eurocup, denn das ist auch eine Rennserie, bei der die Chassis oft festgeschrieben sind. Und das macht dann durchaus Sinn, denn man muss innerhalb des Chassis und des Reglements einfach versuchen, das meiste rauszuholen, fahrisch und auch vom Auto. Und zwar ist es in der RCK Challenge in der Clubman-Serie so, worauf ich noch ein bisschen tiefer eingehen werde, dass nur dieses Chassis und ein zweites, und zwar dieses hier, aber dazu kommen wir später einmal, beziehungsweise vielleicht rede ich noch mal kurz am Ende des Videos drüber. Also es gibt zwei Chassis, die gefahren werden dürfen, das ist fest reglementiert und auch welche Teile ausgetauscht werden dürfen. Und dann wurde abgestimmt, welche Karosserie denn die Fahrer haben wollen. Und da hat man sich tatsächlich für diese BMW M3 E30 entschieden. Und zwar ist es eine HPI Racing Karo. Und das ist leider, muss man sagen, eine 200 mm breite Karosserie. Denn die Autos, die wir hier drunter haben, das sind ja 190 mm Autos. Man kann sie zwar breit schimmen, aber dann fährt das Ganze natürlich auch etwas anders. Aber ich finde, das sieht auf der Bahn optisch trotzdem richtig, richtig gut aus. Und aus diesem Grundgedanken heraus, dass im Reglement sehr, sehr viel festgeschrieben ist, was man denn alles verwenden darf, und zwar ist es ja nicht so wirklich viel, kam mir die Idee, ja, das macht auf jeden Fall Sinn, das mal vorzustellen, denn wie ich vorhin schon gesagt habe, für Anfänger und Einsteiger ist das eigentlich die perfekte Rennserie, genauso wie der Tamiya Eurocup. Nochmal kurz zur Wiederholung, wenn ich jetzt auf eine große Rennserie gehe, wo das Chassis offen ist und auch die Karosserien offen sind oder nur teils vorgeschrieben, da habe ich natürlich als Anfänger oder Einsteiger ein Problem, denn ich komme mit einem günstigen Chassis daher, was natürlich nicht die Performance eines High-End-Tourenwagens leistet und fahre vielleicht schon relativ gut, aber ich werde nie an die Performance rankommen, was die Jungs mit den anderen Hightech-Bonbon daherzaubern. Das geht einfach nicht. Und da ist das Vergleichen halt immer schwierig.
Es werden in dieser Klasse natürlich auch nicht nur Anfänger unterwegs sein. Also da gibt es schon auch Jungs, gerade die vom MCC Fellbach, da ging es schon richtig zur Sache und die können schon auch fahren. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Level, wo man sich da messen kann. Natürlich sind auch die Reifen reglementiert und hier werden tatsächlich die Outdoor-Reifen gefahren von der RCK Challenge. Und zwar ist es dieses Rad hier, dieses Speichenrad, das 36er Shore. Und ich habe zuerst auch gedacht, oh, das wird ziemlich schiebig werden und das wird bestimmt nicht so gut fahren auf Teppich, also gerade Indoor. Aber das sah schon richtig flink aus und die Autos, weil sie einen relativ hohen Schwerpunkt natürlich haben, die haben dann auch angefangen zu kippen und jeder musste mit Klebekante arbeiten. Ich habe gerade übrigens ein Video online geladen bezüglich Klebekante. Also wer sich da noch nicht auskennt, was das bedeutet, hier oben am i einfach mal klicken und schauen, was Klebekante ist. Warum reite ich so lange auf diesem Reglement rum? Mir ist es wichtig, dass ihr versteht, dass ich nicht nur das Auto vorstellen möchte, sondern dass mir diese ganze Rennserie bzw. die Clubman-Serie, also diese Rennklasse, am Herzen liegt, da sie euch als Einsteiger sehr, sehr nützlich sein kann. Also ihr müsst euch entscheiden, ob ihr zum Beispiel sowas wie gerne wie den Tamiya Cup fahrt, wo ihr das Chassis halt auch überall kaufen könnt. Es gibt ja verschiedene Händler, die Tamiya anbieten, einige in Deutschland. Oder ob ihr euch auf den Express einlasst, dann seid ihr natürlich Kleinkram gebunden. Das kann zum Beispiel bedeuten, wenn ihr einen Teil braucht und der hat es nicht lagerfähig, dann könnt ihr es einfach nicht ordern, also nicht hier in Deutschland. Das ist zum einen ein Problem, zum anderen hat er klein ein sehr, sehr großes Sortiment und versucht immer super schnell zu liefern und hat eigentlich auch immer alles da. Also das ist immer ein Für und Wider. Ich möchte euch einfach nur auf die Vor- und Nachteile hinweisen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, genug über die Rennserie gesprochen und jetzt schauen wir uns einfach nochmal das Auto so im Gesamten an. Also wie gesagt, diese Karosserie, die sieht schon cool aus. Also mir gefällt diese BMW-Optik sehr. Aber man muss sagen, das ist keine High-End-Karosserie, also keine High-Performance. Alleine vom Gewicht, wenn ich so eine Karosserie vergleiche, die wiegt jetzt so fertig 120 Gramm. Und wenn ich so eine High-End-Karosserie nehme, in der leichtesten Version, wie man fahren kann, also das ist die Zoo Racing Wolverine, die wiegt dann ungefähr 70 Gramm. Also da merkt man schon den Unterschied. Und die 70 Gramm, die sind halt auch viel tiefer als hier. Aber legen wir mal die Karosserie kurz beiseite. Bevor wir zum Chassis selbst kommen und ich die einzelnen Punkte durchgehe, die mir wichtig sind, wollte ich noch kurz zeigen, was so im Baukasten enthalten ist und was ihr alles dafür bekommt. Also im Baukasten sind natürlich alle Teile enthalten, um das Auto so zu bauen, wie ich es jetzt hier zeige. Es gibt auch so ein bisschen Werkzeug, was mit dabei ist, aber ich würde euch empfehlen, richtiges Werkzeug zu kaufen und nicht mit diesen Innensechskantschlüsseln zu arbeiten. Den Knochen, den man auch von Tamiya kennt, den kann man natürlich in der Tasche immer gut gebrauchen. Also ja, der ist nicht verkehrt. Dann gibt es dieses kleine Werkzeug bzw. diese zwei Spritzgussteile, die man gleich am Anfang aus, ich meine, Tüte 7 holen soll. Die sind sehr, sehr hilfreich, um die Gewindestangen mit den Kugelpfannen zu verbinden und auch später den Kardan, das ist nämlich ein Kardan-Fahrzeug tatsächlich, um den Kardan die Stifte einzupressen. Also unbedingt beiseite legen und gleich am Anfang auspacken, habt ihr mit dabei. Und dann gibt es auch noch so einen kleinen Schlüssel. Den fand ich jetzt gar nicht so hilfreich. Da habe ich lieber einen hochwertigen verwendet. Hier zum Beispiel von Aeromex einen, also aus Federstahl. Dieser Kunststoff, der hat jetzt nicht so wirklich getaugt. Dann gibt es noch ein paar Tuning-Teile, die aus meiner Sicht nicht essentiell wichtig sind. Das Auto fährt natürlich auch ohne, aber mit denen, da tut man sich einfach auf der Bahn wesentlich leichter. Und zwar hat dieses Auto vorne keine Doppelgelenkkardans. Das bedeutet, gerade auf engen Kursen, wo man ziemlich viel einschlagen muss, aber trotzdem in Rotation bleiben soll mit den Rädern, da kann es sein, dass so ein einfacher Kardan, wie man jetzt hier sieht, also das ist der, der dabei ist, dass der an seine Grenzen kommt. Denn wenn man den Kardan knickt und gleichzeitig drehen möchte, dann funktioniert das halt nicht so richtig gut. Und da gibt es ein Upgrade-Teil, und zwar das Doppelgelenkkardan. Und das macht halt durchaus Sinn und das würde ich stark empfehlen. Da muss man halt nur aufpassen, dass man auch die passenden Kugellager dazu nimmt. Die sind nämlich auch wichtig. Und was der Martin hier mir auch noch bereitgelegt hat, das sind einfach rote Schimmscheiben, damit ich nicht die Kunststoffschimmscheiben verwende. Also das ist auch immer ein Tipp, dass es einfach präzise ist, wenn man etwas ausschimmen möchte. Dann gibt es noch ein kleines Teil, und zwar ist es für die Hinterachse gedacht.
Das ist der Spurblock an der Hinterachse. Der ist auch optional, denn die Spur des Fahrzeugs hinten beträgt momentan, wenn man es einfach aus dem Baukasten baut, 3 Grad und die lässt sich auch nicht verändern. Mit diesem Spurblock hinten, da gibt es dann auch noch verschiedene Einsätze dazu. Das ist ein separates Teil. Da lässt sich dann die Spur einstellen, so wie du es einfach möchtest. Das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr wichtige, essentielle Setup-Möglichkeit. Das empfehle ich auch sehr, sehr stark, das mitzunehmen, wenn man sich das Auto bestellt gleich. Aber das liegt natürlich bei euch, was ihr alles holen möchtet, was nicht. Das Auto fährt, wie gesagt, auch aus dem Baukasten heraus. Was auch mit dabei ist, sind natürlich Karosseriesteher und alle Befestigungen und solche Verlängerungen. Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, als ich die Autos gesehen habe, weil die Karos so hoch sind, muss man ja hier irgendwelche Verlängerungen haben und die sind tatsächlich mit drin, die man oben auf die Karosseriesteher stecken kann und somit die Länge auch nochmal verlängern kann, dass es auch wirklich passt mit dieser HPI-Karosserie. Was natürlich auch mit dabei ist, wenn man es braucht, ist ein kleines Antennenröhrchen, also wer es braucht, ist da. Und dann möchte ich noch mal kurz auf die Anleitung eingehen. Also die Anleitung liegt in gedruckter Form bei, aber auf der Express RC Seite, da gibt es auch alle möglichen Anleitungen in digitaler Form, was ich auch gut finde. Also der eine mag eher das, der andere das. Die Anleitung ist nicht wirklich dick, aber sie macht ihren Job sehr, sehr gut. Also ich konnte mich da sehr gut durcharbeiten. Aber auf eine Kleinigkeit möchte ich hier hinweisen, und zwar ist es auf der Seite 5. Da ist nämlich ein kleiner Fehler. Wenn man hier oben schaut, dann sieht man, dass hier zwei verschiedene Ausgänge angezeichnet sind. Und zwar ist auf der einen Seite ein schmaler, auf der anderen Seite der längere. Und wenn man weiter unten auf der Seite schaut, dann ist es genau andersrum. Und das hier ist tatsächlich ein Fehler in der Anleitung. Also die untere Zeichnung, die ist auf jeden Fall richtig und an die sollte man sich auch halten. Ansonsten ist mir in der Anleitung nichts aufgefallen, was falsch wäre. Sie ist, wie gesagt, alles in Ordnung, ist alles durchdacht. Hinten gibt es sogar noch ein kleines Setup-Sheet, was man sich rausschneiden kann und was man sich ausfüllen kann. Es ist auch wirklich hier eine große Tabelle hinterlegt, dass man auch gleich schauen kann, welche Ritzelung man denn fahren möchte. Zur Ritzelung an sich, die wichtig sein könnte, das Auto hat eine interne Untersetzung von 2,353. Der Martin aus seiner Erfahrung hat mir gleich das richtige Hauptzahnrad und das Ritzel bereitgelegt, und zwar das 92er Hauptzahnrad und ein 36er Ritzel. Und das ist dann die perfekte Untersetzung für Indoor, denn bei der Clubman-Serie darf die Untersetzung nicht länger sein als 6. Und hier sind wir bei genau 6.01, also ist es wirklich perfekt für Indoor. Und das Hauptzahnrad und Ritzel passen auch super rein. Ich glaube, dann haben wir das drumherum schon mal ganz gut besprochen. Und ich würde dann sagen, jetzt gehen wir einfach mal durchs Auto durch und ich spreche mit euch einfach über die ganzen Punkte, die mir aufgefallen sind, positiv und ein paar auch negativ. Aber das ist ja abzuwägen. Aber vorab nochmal wichtiger Hinweis, dass man so ein Auto natürlich nicht mit einem hochpreisigen Tourenwagen vergleichen kann. Aber ich war schon mal als kleines Fazit vorweg sehr, sehr überrascht, genauso wie beim SNRC, wie hoch die Qualität ist. Und ich meine, von den Kunststoffteilen ist sie nochmal einen Ticken höher als beim SNRC. Also da war ich tatsächlich erstaunt. Aber das sehen wir ja jetzt gleich, wenn ich durch das Fahrzeug hier mit euch durchgehe. Wie ihr seht, haben wir hier einen ganz klassischen Kardanantrieb, der in der Mitte durchläuft. Der ist übrigens aus Kunststoff und nicht so wie hier gezeigt aus Aluminium. Das soll, glaube ich, eher die Rotation darstellen, ein bisschen rot. Also ist kein rotes Eluxat, sondern ist tatsächlich Kunststoff darunter. Der Motor ist rechts gelagert, das ist sehr, sehr klassisch. Und der Martin hat mir einen Intellect 6200er Shorty hier mitgegeben. Und zwar, damit die Gewichtsbalance schon mal ganz gut passt. Da war ich sehr froh, dann brauche ich das nicht austesten. Und auch das Gesamtgewicht passt dann ganz gut. Ansonsten birgt der gesamte Aufbau dieses Fahrzeugs an keiner Stelle irgendwelche Besonderheiten. Da fühlt man sich auch gerade beim Aufbauen relativ schnell wohl, auch wenn man schon andere Fahrzeuge gebaut hat. Worauf man immer achten sollte bei solchen Autos, denn die Bulkheads, die sind tatsächlich aus Kunststoff bei dem Fahrzeug, und wenn man in die Bulkheads Schrauben reindrehen muss, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man gutes Werkzeug mit scharfen Klingen am Start hat, sonst dreht man die sehr, sehr schnell rund. Also man braucht schon auch ein bisschen Griffkraft, wenn man hier alle Schrauben auf einmal reindrehen möchte. Was vielen vielleicht auch schon aufgefallen ist, dass das Material hier kein Carbon sein kann, genauso wie die Chassisplatte unten, sondern das ist so ein faserverstärkter Kunststoff. Ich glaube, GFK nennt man das auch, denn Kohlefaser wäre ja CFK. Und das ist wie so ein Fiberglas. Aber für diese Rennserie macht es komplett seinen Job, also ist alles in Ordnung. Nochmal zur Vorderachse zurück.
Also wir haben hier natürlich ganz klassische Achsschenkel mit einer C-Hub-Konstruktion. Die Lenkungseinheit, die birgt auch an keiner Stelle irgendeine Überraschung. Die ist für das, dass sie komplett aus Kunststoff gefertigt ist, bis auf die Aufnahmen, die sind natürlich nicht aus Kunststoff, ist sie sehr, sehr präzise und relativ leichtgängig. Und was ich hier nochmal betonen möchte, wo ich wirklich super überrascht war, wie passgenau und wie gut dieser Kunststoff ist. Also ich kenne das tatsächlich nur von X-Ray, die das so gut hinkriegen, dass Kunststoffteile so gut zueinander passen und auch von der Härte her. Also das ist fast schon vom Gefühl wie so ein graphitverstärkter Kunststoff. Also bei Tamiya ist er oft ja sehr, sehr weich und wenn man da Schrauben reindreht, dann weiß man nicht genau, wann sind sie wirklich komplett reingedreht und dann überdreht man sie schnell. Hier hatte ich ein viel, viel besseres Gefühl dafür. Auch diese Gehäuseabdeckungen, vorne ist tatsächlich ein Spool verbaut an der Vorderseite und hinten haben wir ein Differential in diesem Gehäuse drin stecken und diese Gehäuse finde ich auch sehr gut gebaut, das passt auch alles gut zusammen. Der gesamte Antriebsstrang, der scheint hier etwas laut zu sein, wenn man jetzt so dran dreht, aber das ist tatsächlich hauptsächlich das Ritzelspiel mit dem Motor zusammen und auf der Bahn ist mir wirklich gar nichts aufgefallen, dass das Auto laut wäre. Also gegenüber meinem Karten, da war ja das Problem, oder Problem möchte ich nicht sagen, aber da war ja die Gegebenheit so, dass die Zahnräder einfach komplett aus Metall waren im Differentialgehäuse. Und wenn das so ist, dann wird das Auto natürlich automatisch sehr, sehr laut. Also dieses Fahrzeug ist wirklich sehr leise im Betrieb. Wie man hier auch schon sieht, sind keine Stabilisatoren im Fahrzeug verbaut. Momentan, zu dem aktuellen Stand, gibt es einfach noch keine Stabis für das Auto. Es soll irgendwann welche geben, aber momentan sind sie einfach noch nicht am Markt und nicht zu haben und deswegen darf man auch noch keine anderen fahren. Diese Hörner hier vorne übrigens, die sind dafür da, das kennt man auch aus anderen Fahrzeugen, dass beim Einfedern des Autos die Karosserie nach oben gedrückt wird. Aber bei dieser M3 Karo macht es eigentlich gar keinen Sinn, also da kann man es auch getrost weglassen. Warum der Bumper hier so ein bisschen angefressen aussieht, das liegt daran, da die M3 Karo vorne ziemlich kurz ist durch ihre Form und da muss man einfach den Bumper ein bisschen wegschneiden. Es gibt auch einen Alternativbumper, der steht auch im Reglement von der RCK Challenge, der passt hier auch drauf, den darf man auch verwenden. Die Dämpferbrücken, die sind auch aus diesem verstärkten Kunststoff und genauso wie das Oberdeck, das hatte ich ja schon angesprochen. Der Servohalter ist übrigens auch aus Kunststoff, aber er macht tatsächlich seinen Job. Was ich sehr positiv herausheben möchte, sind tatsächlich die Akkuhalter. Also die beiden Akkuhalter, einer vorne, einer hinten angebracht, die funktionieren tatsächlich beide super gut. Und zwar haben die innen drin so eine Feder und das finde ich super löblich. Denn man kann hier die Höhe auch einstellen mit kleinen Schirmscheiben und man kann einfach den Akku hier so rausnehmen, wenn ich das einfach so aufdrehe. Hier ist natürlich ein bisschen Kabel im Weg, das muss man erst abziehen, ganz klar nach der Fahrt. Aber die Akkuhalter sind einfach top und das wünsche ich mir teilweise auch bei teureren Modellen, dass sowas dabei wäre. Also das ist wirklich, wirklich löblich. Wie gesagt, die Spur lässt sich standardmäßig nicht verstellen. Hinten ist auch ein Kunststoffblock hier verbaut, aber das ist für den Preis und für diese Kategorie vollkommen in Ordnung. Aber da kommen wir einfach dazu, dass man einen Spurblock nehmen sollte, dass man die Einsätze tauschen kann und die hintere Spur gerade verändern sollte. Über die Dämpfer, die hier verbaut sind, möchte ich natürlich auch ein, zwei Worte verlieren. Und zwar sind das ganz klassische kurze Dämpfer, das heißt, es passen auch von anderen Herstellern Federn rein, wie zum Beispiel von X-Ray vom T4. Vom X4, vom ganz aktuellen, ich glaube, da sind die Federn deutlich kürzer geworden, da würde ich aufpassen, die werden hier wahrscheinlich nicht passen. Die T4-Federn werden tatsächlich sehr, sehr gerne gefahren, nicht nur von mir, auch in dem Setup-Sheet, was, glaube ich, der Kleinkram selber veröffentlicht hat, da sind auch X-Ray-Federn genannt. Wenn wir uns den Dämpfer so ein bisschen im Detail anschauen, dann sehen wir, hier sind auch ein paar Aluteile verbaut. Also das Gehäuse an sich, meine ich, ist Kunststoff, also ich musste da wirklich ein bisschen hinklopfen und fühlen, ob das tatsächlich so ist. Denn dieser harte Kunststoff, wie an anderen Stellen des Videos schon erwähnt, ja, der ist schon beeindruckend. Der ähnelt tatsächlich so ein bisschen im Alu vom Feeling her. Aber das rote Eluxat hier, das sieht, finde ich, schön aus. Das sind Aluteile, die eluxiert sind. Die Passgenauigkeit ist auch super. Die Kolbenstange passt. Die normalen O-Ringe sollten auch passen. Der Martin hat mir hier andere mitgegeben, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig, die anderen zu verwenden. Dann oben die Dämpfermembrane, die ist auch in Ordnung. Allerdings, was ich festgestellt habe, nach dem Bauen quietschen die Dämpfer relativ schnell wieder. Das ist bei so einem Neufahrzeug, wenn man das neu aufbaut, bis da wirklich mal die gesamte Luft raus ist,
muss man die Dämpfer einfach öfters mal befüllen und es kann einfach dauern, bis sie dann aufhören wirklich zu quietschen. Aber so einen Dämpfer muss man einfach immer mal wieder auch befüllen, das ist einfach so. Was ich aber unbedingt erwähnen möchte, ist hier oben der Dämpferdeckel, sage ich mal, also die Abdeckung oben drauf, die hat kein Loch. Das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall, und das habe ich auch gemacht, war leider nicht mehr im Livestream möglich, da der, wie gesagt, schon 7,5 Stunden lief und irgendwann muss ich so einen Livestream auch beenden, bevor ich da Blödsinn mache. Aber hier oben in dieser Dämpferkappe, da sollte man mit einem ganz kleinen Bohrer, einem 1-0 Bohrer zum Beispiel, durchbohren. Natürlich bevor man den Dämpfer zusammenbaut, dass man die Membran nicht verletzt, damit hier bei der Bewegung die Luft oben entweichen kann und es dadurch sehr gut möglich ist, den Dämpfer komplett ohne Rebound zu bauen. Also wie man hier sieht, das geht wunderbar, ohne Rebound. Einfach, wie ich in vielen Videos schon gezeigt habe, den Dämpfer bauen. In den Setup-Sheets gibt es witzigerweise ein Fältchen dafür, aber in der Anleitung ist es, soweit ich mich jetzt erinnere, nicht. Ansonsten sind die Dämpfer wirklich tipptopp, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Der Dämpferteller, also unten, der die Feder hält, der ist einfach aus Kunststoff gehalten, ist komplett Standard, also da gibt es eigentlich auch nichts darüber zu verlieren. Bei vielen hochpreisigen Tourenwagen ist der sogar auch aus Kunststoff, also ob sich da lohnt, einen Alu-Teller abzugraden, kann ich euch nicht beantworten, aber ich glaube, da braucht man kein Geld dafür ausgeben. Der Dämpfer hat eine Gesamtlänge, also von Lochmitte zu Lochmitte gemessen, hier in den Aufnahmen, von 45 mm, also rund. Damit kann man auch mal andere Dämpfer, wenn man möchte, ausprobieren. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig. Und mehr gibt es eigentlich zu den Dämpfern gar nicht zu sagen. Auf was man unbedingt achten sollte, und zwar ist mir das wirklich zum Verhängnis geworden, dass man diese Karosseriesteher, das ist gerade, wenn man mehrere Tourenwagen schon gebaut hat, die sind meistens nach hinten rausgebaut. Und zwar gibt es der Karosserie dann auch eine bessere Abstützung. Und ich hatte sie auch zuerst nach hinten gebaut. Und ich hatte auch dieses Tuning-Teil verbaut, um die Spur hinten einzustellen und habe mich dann immer gewundert, warum die linke Spur einen anderen Wert aufweist wie die rechte. Und es lag tatsächlich daran, wenn man das Hoodie-Setup-System nimmt und mit diesem Lineal misst, dass man dann hier an den Rändern anstößt. Und ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich noch nie dieses Problem hatte. Ich hatte ja auch noch nie so hohe Karosseriesteher und ich bin da tatsächlich selber gar nicht drauf gekommen, dass es daran liegen könnte. Vielen Dank nochmal im Kleinen an der Stelle für seinen Support, dass er mir da geholfen hat. Und zwar hat er das rausgefunden und mich darauf hingewiesen, hey, deine Karosteher, die stehen hinten tatsächlich an der Leere an, kümmere dich da mal drum, weil daher kommt es und das Auto hat keinen Fehler oder so. Es gibt immer leichte Abweichungen von der Vorspur, das ist normal, denn die Bohrungen, die versuchen natürlich die Bohrungen sehr akkurat zu machen, aber so ganz kleine Abweichungen von Viertelgrad oder sowas, gerade bei günstigen Fahrzeugen, das ist schon mal üblich, aber es darf halt keine großen Abweichungen geben und die gab es auch hier nicht. Wie gesagt, die Karosseriesteher nach vorne montieren und nicht nach hinten. Dann kommen wir noch zu einem Punkt, der auch tatsächlich in der Produktbeschreibung vom Kleinen steht, und zwar sind es die Kugelpfannen und Kugelköpfe. Die sind sehr, sehr straff und das bedeutet, wenn ihr das Auto frisch zusammengebaut habt, dann klemmen die so ein bisschen. Zu weit wäre natürlich auch blöd, weil dann wackelt alles, das soll auch nicht sein. Aber wenn es klemmt, ist es so, dass es einfach eure Dämpfung komplett beeinflusst, denn die Achsen, die fallen ja dann nicht von selber runter und das sollte auf jeden Fall unbedingt passieren. Und da dagegen kann man ganz leicht Abhilfe schaffen. Das wirkt jetzt vielleicht nicht so elegant, aber es funktioniert tatsächlich. Dann nehmt ihr einfach diese Kugelpfanne, so wie sie montiert ist, nehmt einfach eine flache Zange und drückt sie so ein bisschen fest. Und das einfach längs, einfach ringsrum festdrücken und dann immer wieder prüfen, ob es dann locker geht und wenn nicht, dann noch ein bisschen mehr drücken, bis es einfach passt. Und nicht darauf warten, bis sich das einschleift oder sowas auf der Bahn, denn das kann lange dauern und dann verstellen sich die ganze Zeit eure Werte, weil das passt ja alles nicht zusammen. Ja? Das, was ich auch ein bisschen schade finde, aber das ist natürlich dem Preis geschuldet, sind die Radmitnehmer. Die sind hier halt natürlich auch aus Kunststoff. Da kann es natürlich dann auch schnell passieren, wenn man das Rad abnimmt, dann hängt der Radmitnehmer mit drin. Oder auch wenn man eine kleine Wartung macht oder irgendwas checken möchte auf dem Setup-System, dass dann dieser Radmitnehmer einfach runtergeht und der Stift rausfliegt. Also das finde ich relativ nervig, aber da gibt es auch ein Tuning-Teil von Express und die sind tatsächlich auch im Reglement freigestellt, dass man hier Radmitnehmer andere drauf machen kann. Das sind Alu-Radmitnehmer von Express,
die sind mit einer Schraube fixiert und dadurch passiert das einfach nicht mehr. Aber hier haben wir genau den Punkt, momentan sind die auch im Shop vom Kleinkram nicht verfügbar und da seid ihr halt dann gebunden, wenn ihr die roten haben möchtet von Express und in Deutschland bestellen möchtet, dann kriegt ihr die einfach momentan nicht. Also nur so als Hinweis, was ich am Anfang auch erzählt hatte, mit der Verfügbarkeit der Teile. Ein Kugellagerset ist hier im Baukasten auch übrigens komplett mit enthalten, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr da Kugellager nachkaufen müsst. Erstmal auf jeden Fall nicht. Ich glaube, jetzt sind wir auch durchs Fahrzeug erstmal so vom Aufbau her durch und ich möchte auch ganz kurz nochmal berichten, denn ich war vergangenen Sonntag auch schon auf der Bahn mit dem Auto zum Testen im Indoor Racing Senden. Das ist ja meine Heimstrecke, wie ihr wisst. Und ich war sehr überrascht, wie das Auto auf Anhieb gut lief und mir auch tatsächlich Spaß gemacht hat. Alleine ist es immer so eine Sache, auf so einer Bahn zu fahren mit so einem Auto. Ich glaube, das macht so richtig Spaß, wenn von diesen BMWs 5 oder 10 Leute gleichzeitig auf der Bahn fahren. Das muss auf jeden Fall toll sein, da mitfahren zu können. Aber ich muss schon sagen, das hat richtig Spaß gemacht auf der Bahn. Das Auto hat sich sehr, sehr gut verhalten. Wie ich auch schon am Anfang mal gesagt habe, ich musste auf jeden Fall vorne auf die Räder eine Klebekante aufziehen, denn sonst wäre es gnadenlos umgekippt. Und das Auto ist jetzt nicht pfeilschnell auf der Geraden oder so, aber in den Kurven macht es richtig Spaß. Vor allem die Form dieser Karosserie, das hat mich schon richtig zum Schmunzeln gebracht, muss ich zugeben. Und man hat immer das Gefühl, man kann jede Runde irgendwie so ein bisschen mehr pressen, so ein bisschen näher an den Curb. Und das hat halt einfach so eine langsamere Rennklasse auch für sich. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Nicht nur der Aufbau, sondern auch die Fahrt, die erste Ausfahrt mit dem BMW M3. Ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Rennklasse. Und zwar gerade für die Leute, die nicht immer die großen Rennen mitfahren möchten, weil sie einfach nicht so viel Zeit haben oder auch nicht ganz so viel Wartungsenergie ins Auto stecken möchten und auch die ganze Kohle, die so ein aufwendiger Tourenwagen, also so ein Wettbewerbstourenwagen im Hochpreissegment einfach erfordert und kostet. Macht natürlich auch Spaß. Ihr kennt mich, ich mag das auch super, super gerne. Aber ich habe mich wirklich so ein bisschen in diesen M3 verliebt, muss ich sagen. Und da das Martins Auto ist und wie ich schon gesagt habe, es wird an Martin auch zurückgegeben werden, wann steht noch nicht ganz fest. Und vorher steht aber auf jeden Fall noch ein Besuch im Verein MCC Fellbach bei Stuttgart. Deswegen auch der Land, dass man ein bisschen Werbung macht für Schwabeländle, gell? Da würde ich auf jeden Fall mal hingehen und mit den Jungs mal zusammen ein bisschen fahren und Spaß haben und auch die Kamera mit dabei haben und darüber so ein bisschen berichten. Und am Anfang hatte ich ja hier diesen XQ2 erstmal in die Kamera gehalten und den habe ich mir tatsächlich geholt, weil ich mir gedacht habe, es ist doch der Vergleich zwischen Kardan und Riemen, das ist doch der nächste Schritt, der kommen wird hier auf dem Kanal und genau das werden wir auch tun. Wir werden dieses Auto, wenn ihr natürlich möchtet und dabei sein wollt, live aufbauen, wieder konfigurieren, auf die Bahn stellen und dann kann ich das auch gegentesten für mich und zwar das Kardan-Fahrzeug, die einfache Version, sage ich mal, mit ein paar Tuning-Teilen und hier das teurere Auto, den XQ2S, der in der Basis etwas günstiger ist, aber mit dem Mittelmotor Umbaukit und allen Tuning-Teilen, die es so dafür gibt, praktisch die oberste Kante zu erreichen. Und dann schauen wir doch einfach mal, wo wir performancemäßig da landen. Und dann habt ihr auch einen kleinen Erfahrungswert an der Hand. Aber ihr könnt mir ja jetzt schon mal schreiben, was ihr cooler findet. Findet ihr Kardan besser oder den Riemenantrieb besser? Aber wie gesagt, zu diesem Auto kommen wir in einem anderen Video. Ich glaube, dann haben wir wirklich alles behandelt in diesem etwas längeren Video und ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem M3 oder bei den anderen Autos, die ihr so fahrt. Macht's gut, euer Gregor.